Viele junge Menschen aus aller Welt entscheiden sich für ein Studium in Deutschland. 12% aller Studierenden kommen aus dem Ausland. Wie sieht nun das deutsche Hochschulsystem aus? In Deutschland kann man so gut wie alles studieren. Es gibt über 18.000 verschiedene Studiengänge, darunter auch über 1.800 internationale, meist englischsprachige Angebote. Bei einem so großen Angebot findet jeder sein Wunschfach. Auch bei der Wahl der Hochschule hast du viele Möglichkeiten. Etwa 400 staatlich anerkannte Hochschulen an rund 180 verschiedenen Orten. Lernen wir die vier verschiedenen Hochschultypen einmal gemeinsam kennen. Universitäten sind stark forschungsorientiert und bieten das breiteste Fächerspektrum an. Sie vermitteln neben theoretischem Wissen auch methodische Kompetenzen. Fachhochschulen setzen auf einen anwendungsorientierten wissenschaftlichen Ansatz und vermitteln vor allem berufliche Praxis. Das Fächerangebot konzentriert sich auf Fachgebiete wie Technik, Wirtschaft, Sozialwesen oder Medien. Kunst- und Musikhochschulen bilden den künstlerischen Nachwuchs aus. Musiker, Regisseure, Schauspieler und Designer. Voraussetzung ist ein besonderes künstlerisches Talent, das du in einer Aufnahmeprüfung nachweisen musst. Für einige wenige Studiengänge gibt es außerdem weitere spezialisierte Hochschulen. In Deutschland gibt es staatliche und private Hochschulen. Mehr als 90% aller Studierenden sind an staatlichen Hochschulen eingeschrieben. Bei so viel Auswahl ist bestimmt auch für dich etwas dabei. Sprechen wir über die verschiedenen Abschlussmöglichkeiten. Du kannst einen Bachelor machen, einen Master oder einen Doktorgrad erwerben. In bestimmten Fächern gibt es auch weitere Abschlüsse, wie zum Beispiel das Staatsexamen. Egal, wofür du dich entscheidest, ein deutscher Hochschulabschluss bringt dich weiter. Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind im internationalen Vergleich moderat und an den meisten Hochschulen fallen keine Studiengebühren an. In Deutschland bekommst du eine erstklassige Ausbildung mit Abschlüssen, die weltweit anerkannt sind und wirst dazu noch sehr gut betreut. Ideale Bedingungen für ein Studium, mit dem du deine Karriere voranbringst. Ob in deiner Heimat oder in Deutschland. Also, worauf wartest du? Entdecke deine internationale Seite. Studiere in Deutschland.